meiste Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo, mein Lala. Heute mal wieder ein kleiner Test. Ich hoffe, euch werden die Tests nicht zu langweilig. Aber wir müssen hier mal noch was Signifikantes bzw. auch was Wichtiges zeigen. Und zwar sind es einige Videos aufgetaucht. Erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Replikationen, sage ich mal. Ja, mega cool auf jeden Fall. Ich denke mal, das waren natürlich jetzt auch noch mehr. Worum es mir jetzt hier geht, ist überhaupt mal ganz einfach zu zeigen, dass diese Rückpulse, dass das überhaupt, ja, ich sage jetzt mal, was Besonderes ist oder so. Oder sagen wir mal, dass es nicht ganz normal ist. Und zwar, da habe ich dafür eine handelsübliche LED, einen Step-Up auch wieder mit einer handelsüblichen LED dran und dann mein Joule Deep. Ich habe ein Ostsee. Hier ist die Batterie. Das Ostsee seht ihr jetzt leider nicht. So, da oben ist Ostsee. Und hier ist eine alte Batterie, 12 Volt. Die hat keine Ahnung, 12 Volt oder irgendwas. Ist aber auch uninteressant. Wir tun jetzt einfach mal die LED anschließen und gucken uns auf der Batterie das Ostsee-Signal an. Dafür habe ich hier den Tastkopf vom Ostsee schon angeklemmt. So, Minus habe ich schon mal dran, Plus kommt noch ran. Ich klemme die LED an, ist eine 12 Volt LED. Und wir gucken jetzt mal zusammen aufs Ostsee, beziehungsweise ihr habt es im Hintergrund schon so ein bisschen gesehen. Nee, wir gucken uns zusammen jetzt mal das Ostsee-Bild an. Ich lasse die Lampe hier dran, ich tue die aufs Ostsee. Dass ihr seht hier, dass die Beleuchtung vom Oszilloskop ist quasi die Lampe. Nee, das blendet zu sehr. Ja, müsst ihr mal halt einfach loben oder testet es halt einfach mal selber, falls ihr ein Ostsee habt. Das ist jetzt das Ostsee-Bild. Ich bin jetzt bei 50 Millivolt pro Kästchen. Und wie wir hier sehen, wenn ich die Zeit regle und alles, sehen wir nichts. 20 Millivolt pro Kästchen, 10 Millivolt und hier ist nichts. Ich kann auch am Trigger... Ah doch, jetzt haben wir hier eine kleine Störfrequenz. Also bei 10 Millivolt haben wir eine Störfrequenz. Das wollte ich euch eigentlich am Anfang zeigen. Und zwar, ich klemme jetzt mal, jetzt ist sie weg. Na? Also das ist auch, wenn, jetzt ist sie wieder da, keine Ahnung, hier sendet irgendein Nachbar oder irgendwas sendet hier, ne? Also ich klemme jetzt hier nicht dran rum. Das sind die Störungen, die habe ich auch. Ich klemme jetzt die LED mal ab. Ne? LED ist jetzt ab. Hier. Und die Störungen sind immer noch. Ne? Also das ist nicht der Rede wert. So ein Oszilloskop kann halt extrem genau gucken. Ne? Also wir gehen jetzt einfach mal wieder auf die 50 oder 20 Millivolt, das seht ihr. Eine glatte Linie. Wenn ich jetzt anklemme, vielleicht einen kleinen... Ja, seht es flackern, wenn ich anklemme? Ja, also bei der DC-Lampe sehen wir bei 50 Millivolt gar nichts. So, hier seht ihr nochmal die Lampe, die klemmen wir jetzt ab. Und jetzt gucken wir uns das Signal mal auf der Batterie von einem Step-Up an. Das ist an der 24 Volt LED-Streifen. Den klemmen wir jetzt mal an und gucken uns, wie gesagt, oh, das Ostsee-Bild an. Ist jetzt nicht sehr viel an, wartet mal, ich kann den noch ein bisschen hochdrehen, so, dass man ein bisschen, dass es ein bisschen leuchtet, ne? Spielt aber keine Rolle. Und jetzt gucken wir uns hier nochmal das Ostsee-Bild an. Ja, im Grunde genommen sehen wir das Gleiche. Den Einstellungen jetzt, wobei ein ganz kleiner Balken ist, ne? Also ich zeige euch auch nochmal die Null, das ist jetzt genullt, der Balken. Wenn ich jetzt klicke, seht ihr doch, hier ist ein bisschen Gewusel. Da müssen wir jetzt tatsächlich nochmal eins reinzoomen. Jetzt haben wir wieder die Störungen hier, die müsst ihr euch jetzt leider mal wegdenken. Ist irgendwie, zack, jetzt sind sie weg, ne? Also irgendwie Funkgerät oder ich weiß nicht, was hier los ist. So, wenn ich jetzt auf 10 Millivolt gehe, ich versuche es mal so gut zu triggern, wie es geht. Genau, hier sieht man es jetzt. Ja, sag mal, den Verbrauch nach unten. Wie gesagt, sorry, ich krieg das nicht besser getriggert, weil ihr im Hintergrund irgendwas einstrahlt. Ja, vielleicht so. So besser, sehr viel besser kriege ich es nicht hin. Und hier sehen wir klar die Entladung nach unten. Ne? Was nach unten ist, ist Verbrauch und nahezu die Linie. Ein kleines Schwingeln ist drauf hier. Aber ich würde sagen, das ist absolut nicht der Rede wert. Wie gesagt, wir sind hier bei 0, bei 10 Millivolt wäre, wenn der Strich hier oben wäre. Das heißt, das ist 1 Millivolt oder irgendwas. Ne? Also das ist wirklich nicht der Rede wert. Ihr werdet es so gleich sehen. Ne? Merkt euch hier den Einstellbereich. 10 Millivolt muss man hier reinzoomen. Wir sehen hier schon äußere Störungen. Also das ist keine Rückladung. Das ist einfach nur ein bisschen, ja, Frequenzdieter nennen wir das immer. Ne? Das ist eine Störung, Fehlmessung etc. Hier ist kein Rückpuls. So, seht ihr die LED nochmal? Ich mache jetzt ab dem Step-Up. Und jetzt nehmen wir mal das Joule Deep von mir ran. Mit, ja, ein bisschen in der Mitte, das können wir ja wegtun.
Den alten Schrott brauchen wir ja nicht mehr. Und zwar haben wir hier diese Filament-LEDs. Die haben jetzt, glaube ich, 40 Volt oder 45 Volt oder irgend sowas. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Dual-Div Action for Free. Ein bisschen gepimpt schon. Und gegen Triggerabnahme. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also die Triggerabnahme wird wahrscheinlich das Signal, so wie ihr das jetzt kennt von dem normalen Action for Free Dual-Div. Es wird jetzt anders aussehen. Wundert euch da nicht, weil es eben gegen Trigger, ihr seht, hier sind auch zwei, warte mal, ihr seht, über dem Body ist hier ein Conti, hier ist noch ein Conti, dann ist noch ein Widerstand, das Body ist ja auch ein Widerstand, also die Schaltung ist ein bisschen abgestimmt, ne? Das ist noch nicht Nonplus Ultra hier oder so, aber es funktioniert erstmal. Und jetzt passt mal auf, jetzt gucken wir uns mal das Ostsee-Signal an. So, wir sind auf denselben Einstellungen, ich habe jetzt nichts umgestellt am Oszilloskop, seht ihr ja auch noch, und hier ist schon ordentlich was los, sag ich mal. Wir müssen jetzt, weil es geht ja aus dem Bild raus, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen zurückschalten. Und ich muss, genau, mit der Zeit ein bisschen runter. So, und jetzt sind wir bei 50 Millivolt pro Kästchen. Beziehungsweise, ne, wo können wir die 10 jetzt nochmal? Jetzt ist ein bisschen. Also das wäre jetzt die Einstellung von vorhin, wo wir da knapp über dieser Linie ein ganz kleines Zappeln gesehen haben. Ne, und hier, ich kann es gerade selber nicht fassen, das ist ja Wahnsinn, der Unterschied. Ne? Ich hatte das schon mal probiert, aber ihr seht, selbst bei 20 Millivolt sind wir hier noch oben aus dem Bereich raus. Jetzt muss ich hier nochmal nachtriggern. Das wären jetzt 50 Millivolt, ab der Linie nach oben ist quasi die Rückladung. Ne? Und das sind, naja, 50, 100, keine Ahnung, 130 Millivolt, irgend sowas. Der Knick nach unten ist die, ja, der Verbrauch, die Belastung im Grunde genommen. Und hier sehen wir halt mal schön den Unterschied. Das hat weder eine DC-Lampe noch ein Step-Up oder so, diesen Rückpuls. Ne? Ja, das war's eigentlich schon.